Hier ist wieder eure Ranja und heute machen wir eine weitere Folge Survival Mode. Wir haben ein Schaf gefunden, by the way. Noch habe ich keine Schere, deswegen kill ich das mal. Ich weiß, super viele von euch haben geschrieben, macht ihr eine Schere. Das heißt, heute ist der, ich gehe in die Mine und erkunde alles Tag, aber falls ich es irgendwie vergesse oder dann heute Abend kein Schaf mehr finde, möchte ich nicht die Idiotin sein, die keine Chance hat, irgendwie was zu machen und zu schlafen zu finden. Richtig, Ranja. Snake Advancement Stone Age. Ich habe von euch gehört, Steinmaterial ist besser als kein Steinmaterial. Und Kohle ist für Fackeln da. Das heißt, das ist der Masterplan. Ich bin ja so gut. Denn wir suchen ein bisschen Kohle, wir suchen ein bisschen Stein, wir bauen unsere neuen Waffen aus, wir suchen ein bisschen Eisen, vielleicht stoßen wir auf ein paar Diamanten. Who knows? Und dann können wir unser Haus auch schick bauen und alles wird wunderschön. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist ein Träumchen. So, ich glaube, wir sind hier auf eine verdammt gute Goldmine gestoßen. Oh, jetzt ist meine Pickaxe kaputt. Das macht aber überhaupt nichts, weil ich habe jetzt ja erstmal genug Stein und genug Holz, um mir eine neue Pickaxe zu holen. Ich glaube, mein Haus war in die Richtung. Könnte mich aber irren. Ich suche hier mal. Mein Orientierungssinn ist, ja. Ist auf jeden Fall gut. So, ich glaube, wir müssen eigentlich nicht Richtung Dschungel. Aber ich bin... Oh, hier ist mein Haus. Nevermind. Ich habe mein Haus gefunden. Alles ist gut. Alles im grünen Bereich. Ich brauche nämlich mein Crafting Table, damit das Ganze hier auch hinhaut. Wenn wir gerade am Baum vorbeikommen, dann kommt Schluss aufs Ende. Dann machen wir jetzt noch den Baum kaputt schnell. Für ein bisschen mehr Holz, damit ich auch wirklich den Tag in der Mine verbringen kann, beziehungsweise in der Höhle. Und dann haben wir auch gar kein Problem. Ich kann, selbst wenn ich nachts nicht schlafe, einfach vielleicht einen Keller unter mein Haus bauen und dann da anfangen, was Schickes zu meinen. Und ja, die Tür mache ich mal lieber zu, nicht, dass hier noch Tiere reinkommen. Dann gucken wir mal, was es da alles gibt. Erste Heldentat ist folgende. Und zwar ein Bett. Tada! Dann kommt hier noch ein bisschen, ebenfalls, so kann man wohl alles nehmen, habe ich ebenfalls genannt. Vielen, vielen Dank an alle, die mir Tipps gegeben haben. Dann machen wir jetzt hier nämlich, scheinbar kann man da auch noch irgendwas machen. Ich weiß auch nicht genau, wie das geht. Dann machen wir jetzt hier ein paar Spitzhacken gleich, würde ich sagen, oder? Jedenfalls, warte mal. Irgendwie kann man das bestimmt auch verteilen, ich weiß aber nicht wie. Ich glaube, Spitzhacken gehen leider recht schnell kaputt, aber... Was kann ich denn aus zwei Steinen noch machen? Ich hatte irgendwie gedacht, wir hätten mehr Steine. Naja, wir können vielleicht eine Schaufel. Träumchen, absolutes Träumchen. Oh genau, und dann machen wir noch einige Fackeln, 16 an der Zahl. Und nehmen ein bisschen Kohle mit. Nehmen ein bisschen Holz in Stickform mit. Und genau, den Rest kann ich dann nämlich hier in der Wohnung lassen. Und danach können wir uns ab in die Mine machen. So, das Bett kommt erstmal hier hin. So. Das Bett kommt nicht hier hin. Ich schicke mir das Bett hin. Hallo? Da, so kommt das Bett jetzt erstmal hier hin. Es wird auch schon wieder dunkel. Es geht hier nicht mit rechten Dingen zu irgendwas hier. Ich habe da meine Zweifel. Okay, dann bauen wir uns einfach einen Keller. Das macht ja nichts. Ich habe außerdem gehört, dass Keller auch eine schöne Sache sind. Richtig? Richtig. So, das heißt, wir picken uns jetzt hier eine kleine Höhle. Oh, komm. Wenn es schon dunkel wird, dann machen wir uns auch noch eine Fackel hin. Dann ist es nicht so unausgeleuchtet wie letztes Mal. Und sieht auch ein bisschen ansprechender aus. Wir sind nicht so komplett im Dunkeln. So, und dann geht's los. Ja? Ich glaube, ich habe mir die falsche Richtung gebaut. Ich glaube, man fängt eigentlich andersrum an. Das macht nichts, das passiert den Besten. Das heißt, ich baue mich hier erstmal gerade wieder zu. Und dann bauen wir in die andere Richtung. So, obwohl, das muss, glaube ich, weg. Ein bisschen umständlich, ich gebe es zu. Aber das macht nichts. Genau, und jetzt... Genau. Jetzt gucken wir, dass wir da unten erstmal auf Steine stoßen. Da ist schon der erste Stein. Bevor es zu dunkel wird,
machen wir uns hier auch ein paar Dinger an die Wand, ja? Ein paar Fackeln und dann geht's weiter. Dann bauen wir uns jetzt hier erstmal nach unten durch. Das ist sehr schön. Ich glaube, hier können auch keine Monster spawnen, weil es nämlich zu eng ist. Und dann haben wir auch gar kein Problem. Und genau, können erstmal Werkzeug herstellen. Ich brauche auf jeden Fall Eisen, um eine Schere zu entwickeln. Und man braucht wirklich viele Fackeln. Oh, was haben wir denn hier? Ich meine, es könnte Eisen sein. Ich bin mir nicht sicher, was welche Punkte bedeuten. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal. Ist das... Das ist Dreck. Das ist nur Dings. Hier ist dies. Was wir suchen. Was haben wir denn? Was ist denn das? Oh, wir haben auch ein Ei aufgesammelt bei irgendwelchen Abenteuern. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das passiert ist. Aber schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Kohle gibt's hier. Potenziell Eisen. Wir gucken mal nach. Was ist denn das? Oh, es ist Eisen. Es wird Eisen. Das heißt, wir machen auch gleich einen Ofen. Dann können wir die ganzen Sachen verbrennen. Dann können wir uns auch, was ganz viele von euch gesagt haben, war, dass ich mir ein Fenster machen kann in mein Haus. Das ist total sinnvoll. Ich weiß nicht, wie ich selber nicht auf die Idee gekommen bin. Aber na klar, ich mache mir ein Fenster in mein Haus. Und dann ist es auch überhaupt, also da muss ich da auch nicht komisch durch die Gegend hüpfen. Wie so ein, ich weiß auch nicht, wie so ein Flummi. Und dann ist alles schön und gut. So, dann haben wir nämlich eine gut erträgliche Mine und dann können wir morgen, sobald es wieder hell wird, auch in die Höhle gehen und da ein bisschen erforschen. Plan oder Plan? So, dala. Ich glaube, das reicht auch erstmal schon an Stein. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal wieder aufmachen in den Crafting-Bereich. Oh, da ist die Kiste direkt. Und dann können wir uns erstmal hier so einen schicken... Oh, da bin ich im Menü und nicht im Crafting-Bereich. Dann machen wir uns jetzt nämlich erstmal einen schicken Ofen. So macht man den nämlich. Und dann, die Erde kann hier weg. Dann haben wir den Ofen, eine Truhe, das Bett und was braucht man mehr? In den Ofen kommt unten Kohle rein und oben kommt Eisenerz rein. Und das funktioniert dann erstmal, während wir hier weiterarbeiten. Fackeln haben wir noch ein paar. Das ist alles kein Problem. Ich lege hier mal ein paar Sachen in der Truhe ab. Ich lege hier mal keine Sachen in der Truhe ab, weil ich es nicht hinkriege. Die wir jetzt einfach gerade nicht brauchen. Wie zum Beispiel hier einfach das Fleisch, den Kram. Die Sachen hätte ich gerne einfach unten. Und dann können wir auch einfach weitermachen. So, ab geht's wieder in die Höhle runter. Und dann machen wir hier erstmal nochmal eine kleine Fackel hin. So, das wird doch auch, das sieht doch auch schon viel besser aus als letztes Mal. Also seien wir mal ehrlich, letztes Mal hatte so seine Schwächen, aber jetzt haben wir Eisen. Wir haben Kohle. Wir haben leider noch keine anderen Rohmineralien. Da weiß ich nicht genau, was es noch so gibt, was wir brauchen. Ich glaube, Stein ist einfach ein wertvolles Element und davon sollte man nie zu wenig haben. Das heißt, wir sammeln jetzt erstmal auch wirklich Steine, 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 Steine. Und wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, hier kommen wir nicht wirklich weiter. Deswegen grabe ich mich hier noch ein Stückchen tiefer. Und dann, ich glaube, ein bisschen tiefer entdecken wir noch mehr Sachen, die einfach cool sind. Und so, genau, hier muss noch ein bisschen Licht gemacht werden. Zum Beispiel das hier, das scheint anderer Stein zu sein. Das ist mehr so eine Art, der ist schneller zum Abbau. Bin ich mir nicht genau ganz sicher, was das ist. Ich mache auch ein bisschen breiteren Gang, damit das einfach aus Übersichtlichkeitsgründen, ja, ein bisschen schöner anzusehen ist. Und ja, wisst ihr, was der weitere Plan ist? Wir sammeln danach ein bisschen Weizen, also tagsüber. Und dann können wir auch, sobald, wie gesagt, der Tag herangebrochen hat, wir sicher draußen sind vor sämtlichen Baby-Zombies, großen Zombies, Wasserviechern und ertrunkenen Zombies, meine ich. Und weiterem. Hier ist noch mehr Eisen. Das ist schön. Das ist sehr schön sogar. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. Genau, und dann machen wir so eine kleine Farm und bauen wenigstens schon mal Weizen an, damit wir Brot backen können, damit wir, falls wir nochmal in den offenen Kampf geraten und unsere Lebensleiste wieder auffüllen müssen, was anderes haben als nur Lammfleisch, sondern halt auch, wie gesagt, Brot. Und dann kann man ja einen Haufen coole Sachen backen. So, hier ist noch eine Lampe. Da ist noch eine Lampe. Na komm, da ist noch eine Lampe. So, irgendwie
habe ich das Gefühl, ich mixe auch meine Abbautechnik ganz schön, weil die eine Hacke ist schon halb leer, die andere Hacke ist auch schon halb leer. Ich weiß nicht, ob das so der Weg ist, den man gehen sollte. Aber hey, wir machen das jetzt so. Richtig? Richtig. Hier ist schon wieder Erde. Baue ich nicht tief genug? Das ist merkwürdig. Ich glaube, hier den muss ich auch noch abbauen, damit ich dann später einen Weg habe, wieder hochzukommen. So, dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen Eisen und ich meine, damit sind wir erstmal set für den Anfang. Ach komm, die hier nehme ich noch mit. Wer will mich denn aufhalten? Wer will mich denn aufhalten? Ich denke niemand. Dann haben wir auch die eine Spitzhacke, glaube ich, gleich aufgebraucht. Und ja, dann nehmen wir das hier noch mit, damit es nicht so fies ist, wenn man sich stößt. Und dann nehme ich noch ein bisschen was von diesem anderen Stein mit, weil ich einfach neugierig bin, was man daraus so machen kann. Okay, ab zurück ins Haus. Schicker Keller. Ihr habt doch gesagt, ich soll mir eine Tür bauen aus Stein. Und die hält dann besser. Das heißt, das machen wir jetzt erstmal auf jeden Fall, weil ich sehr, sehr nervös war. Das ist an Inside. Ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung dafür ist, um ehrlich zu sein. Das scheint keine Tür zu werden. Man kann sich keine Tür bauen aus Cobblestone. Es gibt noch eine andere Art an Stein. Muss man die dann einfach einmal durch den Ofen jagen? Ich glaube, das könnte sein. Wir nehmen uns jetzt erstmal hier das Eisen mit. Können wir den? Oh, wir können den Stein nicht in den Ofen jagen. Das ist schön zu wissen. Das heißt, daraus machen wir uns jetzt erstmal eine Tür. Und dann gucken wir mal, wie wir hier den Eisenblock zu einer Schere verarbeiten. Oh mein Gott, warte, warte, warte. Ich glaube, ich habe mich nur verbrannt, oder? Was waren das für ein fieses. Ah, das sind die Geräusche von draußen. Oh, genau, wir brauchen ein Dach. Das heißt, wir bauen jetzt mal eben ein kleines Dach. Sicher ist sicher nun mal. Das ist halt noch nicht perfekt, aber Schönheit ist jetzt nicht meine Hauptpriorität Nummer 1 bei meinem Mini-Haus, sondern erstmal, dass wir hier Fackeln haben. Wir haben den Keller, wir sind in der Sicherheit, wir wollen gleich eine Steintür haben, da sind wir dran. Ansonsten sollte mir hier nichts passieren können. Wir können den Boden aus Holz machen. Das ist doch auch mal ein Projekt wert. Ich bin ein Idiot. Dann bauen wir eine Tür. Ich bin sehr nervös. So, alles gut. Es wird draußen auch schon wieder hell. So, gar kein Problem. Wir haben nur den Türblock eben kurz abgebaut. Keine große Sache. Hust, hust. Scheinbar verschwinden die Sachen, die man auf dem Block draufstehen hat. Auch wenn man den Block abbaut. Das hätte ich vielleicht mir denken können. Aber so war es nicht. So, ja. Ihr könnt mir nicht. Ihr könnt mir keine Angst machen, ihr Viecher. Ihr nicht. Ihr nicht. So, dann muss das Bett hier nochmal kurz weichen. Oh, das Bett muss nicht weichen, scheinbar. Blub, 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 blub. Das sieht doch sehr schön aus. Wir sind in einer Art Holzkäfig. Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist, dass ein großes Feuer ausbricht und unser ganzes Haus abbrennt. Aber hey, das ist ein Risiko, mit dem müssen wir leben. Ich habe gehört, aus Wolle kann man auch schicken Teppich machen. Das ist der nächste Plan. So. Ich sollte vielleicht einfach mal lieber eine Spitzhacke oder irgendwas in die Hand nehmen, dann. Oder einfach nichts. Dann passiert mir das nicht. So, Stone haben wir jetzt. Aus Stone. Oh, dann. Genau, wir haben die ganze Zeit mit Cobblestone gearbeitet. Aus Stone können wir uns vielleicht eine bessere Tür bauen. Nee, aus Stone auch nicht. Okay. Dann gucken wir mal, was es im Recipe Book so geht. Oh, Helm können wir machen. Dafür brauchen wir mehr, als wir haben. Wir können einen Zaun machen. Bald. Das ist für draußen. Bars, auch schön. Das bringt mir jetzt erstmal alles noch nicht so viel. Die Knöpfe bringen mir auch nicht so viel. Die Treppen ebenfalls nicht, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht ist ja was. Vielleicht fangen wir leicht an und Heavyweighted Pressure Plate. Nee, das ist es nicht. Ich sage. Oh, ein Steinschwert. Da, das brauchen wir. Wir brauchen ein Steinschwert. Wir brauchen sogar zwei Steinschwerter, habe ich jetzt beschlossen. Weil damit können wir kämpfen. Iron Chestplate. Dafür haben wir nicht genug Eisen. Noch nicht. Und eine Leiter. Ich sag, eine Leiter können wir schon mal machen. Leitern braucht man später. Iron Door. Oh, Iron Door. Wir brauchen mehr Eisen. Einfach, das ist ein Fakt. Wir brauchen mehr Eisen. Wir machen auf jeden Fall noch ein Bucket.
weil Wassertransport, glaube ich, ein Ding sein wird, wenn wir die Farm machen wollen. Und das ist ja auch irgendwie wichtig. Für die Ernährung und so. Oh, jetzt haben wir Tag. Das heißt, wir können uns wieder rausbegeben in die freie Wildbahn. Und dann können wir hier schon mal gucken, wie wir... Ich glaube, ein bisschen Gras anbauen, wollte ich gerade sagen, wäre vielleicht sinnvoll. Ich glaube, das ist auch einfach schneller, wenn wir das mit der Pickaxe machen und nicht mit, mit puren Händen. Oh, Sand. Wir bauen ein wenig Sand ab, damit wir gleich ein paar schicke Glasscheiben brennen können in unserem Ofen. Ich habe auch gehört, die Spinnen sind harmlos und ich muss mir keine Sorgen machen tagsüber. Das ist sehr gut zu wissen. So, ein bisschen Sand. Und Bambus können wir, glaube ich, auch schon mal sammeln. Das können wir dann auch später anbauen. Wir sammeln jetzt erstmal Sachen zum Anbau. Das ist, glaube ich, nämlich wichtig. Und dann kann man die Erde umgraben, dann haben wir Bambus und dann können wir das. Der wächst, meine ich, nach. Das war jedenfalls früher immer so. Sobald man den nur so weit abholzt, dann kann da... Kann ein bisschen Bambus nachwachsen. Kakteen wachsen ebenfalls nach. Da weiß ich aber nicht, was der Vorteil davon ist, weil Kakteen können wir ja nicht einfach so essen. So, der lacht. Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Genau. Dann arbeiten wir uns jetzt hier noch ein bisschen durch mit ein bisschen Gras. Davon kriegt man manchmal Grassamen, habe ich gehört. Oh, da ist einer zum Beispiel. Und das reicht ja schon für Weizen. Ansonsten aus den Blumen macht man Farbe. Ich gehört, das ist, wir können vielleicht später noch ein bisschen... Wollteppiche machen, die einfärben. Und wenn wir jetzt hier gerade noch auf Entdeckertour sind, finden wir vielleicht noch ein, zwei Schafe, die wir scheren können für besagte Teppiche. Hier sind Hühnchen. Hühnchen sind auch einfach potenziell sehr wertvoll für uns, weil wir haben Fleisch. Oh, das ist ein Schaf. Sorry, Schaf. Sorry, Schaf. Ich hab dich lieb. Ich möchte dich nicht töten. Das war nie meine Absicht. Ich habe hier eine Schere für dich. Und wo bist du denn? Na komm, hier ist ein. Da haben wir es. Da haben wir eine Schere und dann kann ich das auch einfach... Da kriegt man nämlich auch mehr Wolle von, habe ich gehört. Ich habe jetzt zwar hier nur auch eine Wolle gekriegt, aber vielleicht ist das, weil ich das schon an gedamaged habe. Wenn man das Gras abdings, dann kriegt man wohl mehr von dem Gras, mit der Schere jedenfalls. Das ist doch auch eine gute Information. Oh, hätte ich das gestern mal gefunden. Stellt euch mal vor, dann hätten wir direkt ein Bett gehabt. Oh, Entschuldigung, falsche... Rechts- und Linksklicks sind immer noch sehr neu für mich. So rum. Jetzt drängt mich das Schaf hier ab. Das weiß ich vielleicht mit seinem Kollegen gemacht habe. Tschip, schnipp, schnapp. Haare ab. Es sieht süß aus, wie die Schafe einfach gar kein Fell mehr haben und dann so halbnackig hier in der Gegend rumstehen. Hallo. Dankeschön. Dankeschön. So, dann können wir nämlich in Symbiose mit unserer Umwelt leben. Und das ist ein großer Erfolg für mich. Dann geht's ab wieder zurück zur Wohnung. Und dann können wir... Oh, hier ist noch ein Ei. Die Hühner legen viele Eier, ha? Dann haben wir nämlich so ziemlich alles, was wir haben wollten, um Glas herzustellen. Und... Hier unten ist natürlich eine Höhle. Da sollten wir auf jeden Fall die Chance nicht verpassen. Das ist keine richtige Höhle. Die Chance... Oh doch, ist es eine Höhle? Ist es keine? Ist es keine, oder? Nee. Ärgerlich. Okay, ich wollte nur sagen, wir sollten die Chance nicht verpassen, wenn wir hier schon so eine Art vorgebuddelte Höhle haben. Dann kann man da ja auch mal reingucken. Mal schauen, was da so los ist, was es da so gibt. Vielleicht gibt es da auch ein bisschen mehr Eisen, das brauchen wir ja. Und jetzt sind wir erstmal set für einen guten Start. Wie gesagt, die Türe haben wir leider noch nicht. Aber hier in den Ofen können wir jetzt erstmal ein bisschen Sand reinwerfen, um Glas zu erstellen. Hier die ganze Kohle kann ich hier reinhauen. Fackeln habe ich leider nicht mehr so viele, aber ich glaube, so viele Kohle braucht man eh nicht für so viel Sand. Dann gucken wir mal, was wir noch alles machen können. Cook Chicken! Oh, warte, wir machen erstmal das Chicken. Das ist auch essentiell. Oh, man muss die Sachen immer rausnehmen. Interessant, interessant. Alles gut zu wissen, alles wertvolle Informationen. Genau, dann können wir nämlich auch unser Schaffleisch hier auch kochen, was wir in der Kiste gelagert haben. So, dann haben wir nämlich auch ein bisschen Ernährung. So, das Hühnchen, wisst ihr was? Wisst ihr was, das Hühnchen? Das frühstücken wir jetzt erstmal. Lecker, lecker für Hühnchenentdecker. So, dann haben wir hier die Basis für... Ne, mit den Eiern, die muss man werfen, stimmt's, um im Hühnergehege zu machen. Dann haben wir hier aber trotzdem eine gute Basis geschaffen für alles, was wir machen wollten. Die Pflanzen entwickle ich mal zu roter Farbe.
gelber Farbe und ein bisschen, was ist das? Wird das, oh, das wird graue Farbe. Interessant, interessant. Und dann machen wir ein bisschen Wolle zu White Carpet. Und zwar, komm, zweimal. Den können wir dann einfärben, meiner Meinung nach. Irgendwie. Wie färben wir den denn ein? Müssen wir dann erst die Wolle einfärben? Wie machen wir denn den Dings jetzt rot? Naja, das sind halt alles Probleme der Zukunft, nicht wahr? Das sind Probleme der Zukunft. Wir machen jetzt erstmal hier unseren schönen Teppichboden hin, ja? Der wird hier verteilt. Ups, vielleicht kann man den nicht hier hinlegen? Doch, kann man. Also, ach, ich stehe auf dem Block drauf, deswegen ging es nicht. So, dann machen wir hier ein bisschen was hin, ja? Und dann unters Bett würde ich den eigentlich gerne machen, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Naja, das ist... Ach komm, wir bauen den... You can't sleep only at night. Tschup, tschup. Und dann können wir das Bett hier wieder hinsetzen. Und dann ist es zwar alles recht steril und weiß. Sag mal, wieso fliegt denn das jetzt? Das ist ja auch irgendwie, nicht der Sinn des Ganzen. Ja, das Haus ist ein bisschen klein. Das Haus vergrößern wir auf jeden Fall noch. Macht euch da mal keine Gedanken drum. Ja, das wird alles noch schön und gut. Jetzt haben wir erstmal Teppich. Und da kommt jetzt, vielleicht können wir mit der Farbe arbeiten. Dass wir das nachträglich einfärben. Nee? Nee, das geht wohl nicht. Ah, dann ab in den Ofen nochmal mit dem ganzen Sand. Und Essen ab in die Truhe damit. Generell müssen wir ein bisschen Sachen in die Truhe verlagern, weil sonst haben wir langsam ein Problem. Eisenerz müssen wir noch umwandeln. Den ganzen Kram hier können wir aber drinnen lassen. Die Feder brauchen wir erstmal noch nicht. Das ist alles Stoff der Zukunft. Das Glas, oh genau, das Glas machen wir gleich zu Fenstern. Ich glaube, man kann da aber dünnere Glasplatten noch draus machen. Deswegen würde ich da mal schauen, was das Recipebook mir so erzählt. Damit wir hier auch die Möglichkeit haben, uns ein bisschen zu entfalten künstlerisch, nicht wahr? Genau. So. Da sehen wir mal, was hier so angezeigt wird. Man kann nämlich wohl... Ich glaube, es gehen nämlich auch dünne Fenster. Hier. Glassplane. Dafür brauchen wir 6 Glas. Aber wir kriegen 16 Fensterstück raus. Seht ihr? Das ist super, super clever. Das heißt, das machen wir auf jeden Fall noch. Aber ich glaube, das ist dann Teil der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und für die ganzen netten Kommentare. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, was wir noch machen könnten, was ein guter Plan wäre für unser Haus, weil das braucht definitiv Upgrades. Ich will nicht in einem klitzekleinen Holzkasten wohnen. Dann immer in die Kommentare damit. Ansonsten könnt ihr hier abonnieren und hier seht ihr mein letztes Video, falls ihr es noch nicht angeschaut habt. Dann macht's gut und bis morgen.